Hallo und herzlich willkommen zurück zur letzten Play Penumbra Black Block mit mir, eurem Master of. Wir sitzen hier wieder bequem an einem Feuer. Und nebenbei weiß ich jetzt, was ich machen muss. Das mit meinem Akku. Genau. Klingt logisch. Aber darauf bin ich letzte Folge irgendwie nicht gekommen und eine Weile danach auch nicht. Ich muss zugeben, ich habe sogar in einer Lösung gesucht. Statt was von Alkohol. Und naja, das habe ich dann in meinem Inventar gefunden. Toll, oder? Oh, wir sollten hier fliehen. Oh, nein, nein, nein. Passiert nichts für uns. Oder? Nein, nein. Alles klar. Wir haben nur ein bisschen Feuer gemacht. Und ja. Wir sind draußen drinnen wieder in dem komischen Ding hier eben. Ja, da freuen wir uns doch. Ganz besonders. Wow, das war kalt. Diese Kälte. Ich hasse sie. Aber sie hasst mich auch. Also keine Sorge. Okay. So, on the to-do-list. Find this damsel in distress. Kill the bad guys. Cure infection. Save the world. Chances of success? Nil. Chances of survival? Well, you've got old Clarence on board. That should speak for itself. Chances of you buggering things up royally? Almost certain. Danke. Du machst mir echt Mut, mein lieber Clarence. Na egal. Ist hier irgendwas? Ne. Scheint hier nichts Wertvolles drin zu sein. So, jetzt sind wir also hier. Hier gibt's Kennel, Examination Raum, Chemical Raum, also Chemieraum. Wo gehen wir wohl zuerst hin? Kennel hört sich doch toll an. Das war ziemlich eine Sackgasse, ja. Hallo? Naja. Na gut, da geht's wohl nicht lang. Dann müssen wir wohl zum Research Room. Ja, zum Forschungsraum. Dann gehen wir forschen. Das ist doch eine sehr gute Sache. Und schauen, ob hier irgendwelche Ungeheuer sind. Ne? Nein. You know, you turning up here is probably the second best thing to happen to me since I've been down here. I'm reserving first place for when we get out. Okay. So, I'm not big-headed enough to think you came all the way here just to rescue me. I wasn't lying though. I think I've worked out how to disinfect you. But you probably saw this coming. It's not quite as simple as all that. Wirklich? I had to engage the failsafe on the research rooms to seal myself in here. And that means we need a key card to get me out. Uh-huh. One of the personnel, one of the infected ones, tried to get in with a card, but I don't know where he, or where it went. Look, I need you, and, well, if you do get me out, I'll give you the biggest hug of your life. Holy, bist du eine geile Frau. Go here, go there, fetch this, run me a bath. Typical broad, atypical circumstances. You think fate has anything to do with this? Fate is merely the war cry of those too scared to think for themselves. Ach so, ja, du bist eine sehr schlaue Person, oder? Also warte, ich muss jetzt... dieser Ort ist riesig, ja. Sieht nicht aus wie so ein kleiner Bunker. Wo gehen wir denn jetzt hin? Research Room? Examination Candle? Hm. Ich schätze, wir gehen den Weg. Oh, dieser Ort ist wirklich riesig, ja. Wo bin ich gerade? Hier ist South Exit 1. Da bin ich hergekommen. Foyer könnte jetzt lang. Ah, Research Facilities Nummer 2, da konnte ich nicht hin. Nummer 3 ist Examination, 4 ist Kendall. So, wo gehen wir denn lang? Gehen wir zu Kendall? Und da sind noch kleinere Räume. Wartet, wartet. Ich bin hier. Dann gehen wir doch den Weg. Und schauen. Und hier oben, hier sind Türen. Vermauert. Hier nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass hier... Moment. Das ist sehr verwirrend hier. Research Room ist abgeschlossen. Naja. Ist sie da drinne? Ah, Mensch. Dieser Ort sieht schon etwas unheimlich aus.
What? Oh, da ist ja jemand. Da kann ich wohl erstmal nicht lang, wenn er mit Taschenlampe da lang läuft. Na gut. Beziehungsweise kann das schon lang, aber. Okay. Dann gehen wir hier lang. Das scheint ja gut zu laufen. Wo auch immer wir jetzt sind. Ja, einige Notizen mit seltsamen chemischen Formeln. Ich fürchte, komplexe medizinische Präparate gehören nicht zu meinen Stärken. Ja, das alte Regal ist im schlechten Zustand. Es sieht so aus, als könnte es jeden Augenblick zusammenfallen. Und hier gibt es auch noch eine Tür. Na, ich hoffe, hier ist niemand drin. Hier gibt es auch viel mehr Türen. Oh mein Gott. Na gut. Ich brauche mal hier kein Licht. So. Du auch? Nichts, okay. Aber hier haben wir ja auch noch Sachen. Mal Stickstoff. Yippie! Schon wieder ein chemisches Rätsel. Das freut mich natürlich. Ich bin nämlich sehr gut im Chemie. Nicht. Aber, haha. Schon wieder Batterien, WTF. Na gut. Hier scheint nichts zu sein. Da berühren wir mal wieder das Artefakt, auch wenn wir in letzter Zeit nicht viel erfahren haben. Es ist, als ob ich sicher wäre, wenn ich in ihnen bin. Als ob ich nichts zu verlieren hätte. Clarence ist dort jedoch nicht bei mir. Ja, willst du etwa, dass er bei dir ist? Er ist ein Arsch. Hä? Egal. Geräusche, die ich nicht hören will. Ich kann mich nicht verstecken. Ja, ja, ich gehe schon zur Seite. So. Gut. Hab einmal Stickstoff gefunden. Das ist bestimmt einmal hilfreich. Was ich noch finden werde, wir werden sehen. Ha. Nichts hier scheinbar. Auch nicht. Leute. Lass mich doch nicht so lange suchen. Oh, scheiß Geräusche. Nervige Geräusche. Nix hier scheinbar. Naja. Anatomie von irgendwelchen Viechern. Anscheinend wollte jemand sichergehen, dass das Speicherinhalt dieses Computers geheim bleibt. Noch mehr Batterien. Es ist ein altes, vergammeltes Regal. Ich bin überrascht, dass es noch stabil ist. Ja, ich bin auch sehr überrascht. Ja. Okay, hier kann ich mich verstecken. Sehr gut. Aber hilft mir gerade nicht, wenn ich mich hier verstecken will. Hier scheint nichts zu sein. Und hier auch nichts. Na gut. Das sieht ja hier sehr einladend aus. Von der anderen Seite blockiert. Na, wer weiß, was da ist. Oh Mensch. Schau mal, ein Gitter, das den Lüftungsschacht verdeckt. Da brauche ich wohl irgendwas, um das zu öffnen. Eine Fackel. Altes Zeugs. Verschiedene Reinigungsgegenstände wie Schmierseife, Schwämme, Reinigungsmittel. Habe ich denn noch irgendwas zum Aufschrauben? Ich glaube nicht. Haben wir denn irgendwas zum Anzünden? Oh, ich habe mein Feuerzeug gar nicht mehr. Na gut, wohl nicht. Na gut. Damit habe ich hier ein bisschen Stickstoff gefunden. Sonst aber nichts. Dann würde ich mal sagen, gehen wir hier raus. Und schauen uns weiter um. Na super, das Viech läuft gerade aber einen anderen Weg. Bewegt sich nicht, ist abgeschlossen.
Weiß nicht, ob das schlau ist, aber... Oh, es kommt wieder. Dann sollte ich vermutlich nicht diesen Weg gehen. Oh, noch einer. Ja, das fängt ja gut an. Jetzt sind hier mehrere von diesen Mistkerlen. Bewegt sie auch nicht. Und ich fürchte, hier ist gerade nicht sehr viel. Oh oh. Weg. Na gut. Ja, da gehe ich nicht hin. Oh, verdammt. Bewegt sich nicht, ist abgeschlossen. Also, ist zu gemauert. Wenn ich das mal sagen darf, ja. Tja. Bewegt sich nicht. Na. Ich fürchte, es kommt da wieder, ja. Na, Junge. Weiß nicht mehr, welche Wege ich gehe. Also echt. Schaut, hier ist irgendwas. Das sieht. The Archaic would never ask that employees work longer than the recommended 8-hour shift, but understands that enthusiasm for their work and dedication to the team may often motivate them to do so. Thank you for not letting us down. Okay. Wir machen hier einen kleinen Schutz und hoffen, dass wir hier nicht gesehen werden. Ja. Aber verfolgen die uns noch? Ich weiß nicht. Aber ich muss jetzt sowieso den Part beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin alles Gute, viel Spaß und ciao. Hallo und zurück. Ach, habe ich gesagt, dass wir beenden? Nein, natürlich nicht. Ich hatte nur kurz auf Klo gehen müssen. Hey, Mikrofon. Bleib hier. Und wir hören schon wieder sehr tolle Stimmen hier. Nun ja, was soll man sagen? Oh. Das war Wasser, oder? Kommen die näher? Ich hoffe mal nicht. Das wäre jetzt sehr nervig. Aber okay. Haben wir hier irgendwas drin? Scheinbar nicht. Ja. Ich glaube, ich verwende mal hier noch ein bisschen ein paar Kisten, da wir einen kleinen Schlupfwinkel bauen, also haben. Und so ungefähr. Ach fuck, die sind da auf jeden Fall draußen. Jedenfalls könnt ihr uns hier dann nicht mehr sehen, nehme ich an. Und wir haben uns sehr schön zugebunkert, oder? Hier jemand? Ich sehe hier niemanden. Okay. Würde ich sagen, gehen wir hier weiter. Hier runter. Genau. Okay. Und schauen wir, wo wir lang gehen. Weg von diesen Missviechern. Danke. Furchtbar. Kriege ich irgendwas, um die zu töten? Immerhin hat einer von denen wahrscheinlich die Keycard. Das wäre schon mal irgendwie hilfreich. Na gut. Ein Bereich mit einem kaputten irgendwas. Der Aufschrift nach befindet sich in der Kiste Hundefutter. Natürlich. Hunde, die hier rausgekommen sind. Gut. Dark, isn't it? Echo! Ah, was machst du schon wieder, Clarence? Ah. Kinda empty. Now this is what it's like to be me.
buried deep within the cavernous expanse you call a mind. Oh, man. You see, this is what puts me in such a bad mood. We spend all this time messing about with door codes, levers, human appendages, and it turns out, at the blink of an eye, I can just block it all out. Whoosh! Gone. Just you and me on some kind of messed up holiday. You think I can conjure up some margaritas? No? Shall we get the hell out of here then? Yeah. Whoa. Well, it's hardly better, but it is more interesting. Just. Okay. Ja, was ist hier geschehen? Hab hier eigentlich keine Hundegeräusche gehört. Ich mag keine Hunde, ehrlich. Ah, blutige Hände. Doch, ich höre Hunde. Ach, scheiße. Ja. Wir werden uns mit Hunden plagen müssen. Standardausrüstung, ein paar Halsbänder, eine Leine und eine Wasserschüssel. Und wir gehen direkt in den Fund hinterher. Wieso nicht? Ja, ich hoffe, das war das letzte dieser fürchterlichen Dinger, die ich gesehen habe. Anhand der Klauen und Bissspuren würde ich sagen, dass dieser hier von einem anderen Hund getötet wurde. Hoffentlich. Fürchterlich. What? Okay. Okay, what the fuck? Da hat man sehr gruselige Hundegeräusche. Ja. Soll das irgendwas bedeuten? Als ob die auf dem Dach wären, wisst ihr? Also, sobald man rausgeht, sind sie nicht mehr da. Okay. Dann freut mich das natürlich. Die Hunde sehen etwas anders aus als die, die wir im ersten Teil begegnet sind. Ja, nicht unbedingt freundlicher, aber. Das hier oder was? Ne? Okay. Aber egal, wir gehen hier weiter. Hier ist ja gar nichts. Super. Dann gehen wir aber hier weiter. Wow! Okay, jo! What? Oh, Leute! Das war nicht nett. Absolutely not. Schon fast so, als hätte dies ein Tier getan, aber es gibt keine Clownspuren. Da kann ich nicht hin. Okay. Das ist nicht sehr erfreulich. Vertrauenserweckend oder sonst irgendwas. Vor allem, wo führen diese dummen Spuren überall hin? Oh, Mensch. Okay. Schaltkreise und andere elektrische Komponenten. Na, ob ich daran rumspielen sollte? Schaltkreise, andere elektrische Komponenten. Kann ich da irgendwas machen? Glaub nicht. Okay. Effizienzbeurteilung, Abgeordnet von Elof Carpenter, höhere Kasse, Betreff Wilbur Frisk, Chefaufseher, Shelter Forschungsstation, Grönland, Bericht geschrieben von Gerrit Quinn. 20. Februar 2000. Heute beginnt meine Beurteilung von Frisk. Ich habe als sein persönlicher Assistent Quartier bezogen. Und mein Bericht wird einen Zeitraum von 6 Monaten abdecken. Seit seiner Übernahme der Einrichtung von Brent Stepherson im Jahre 1980 hat Frisk herzlich wenig Resultate vorzuweisen. Und ich beabsichtige, die Gründe dafür zu ermitteln. 5. März 2000. Nach 2-wöchiger Beobachtung von Frisk scheint es so, als ob meine früheren Annahmen ziemlich unkorrekt waren. Er legt Leidenschaft, Effizienz und vor allem Hingabe für unsere Sache an den Tag. Diese Qualitäten hat er bei seiner kürzlichen Entdeckung des sogenannten Tungite-Grabes beim primären Ausgrabungsort gekonnt unter Beweis gestellt.
Selbstverständlich hat er umfassende Untersuchungen angeordnet. 28. April 2000. Die Öffnung des Grabes hat zu einer kleinen Epidemie geführt. Dies ist eine perfekte Gelegenheit, Fristfähigkeit zum Umgang mit hochprekären Szenarien genau zu beobachten. 24. Mai 2000. Die Epidemie ist außer Kontrolle geraten. Es hat viele Opfer gegeben. Und es ist schwer, Wilbo nicht als den Hauptschuldigen hervorzuheben. 13. Juni 2000. Frisk hat völlig die Kontrolle verloren. Während einige Überlebende geflohen sind und andere sich in der Kantine verbarrikadiert haben, hat sich Frisk dazu entschieden, sich mit den verbleibenden Hunden als Schutz im Hundezwinger einzuschließen. Super. Hatte keine andere Wahl, als ihn zum Abschluss meines Berichts hierher zu folgen. Oh fuck. September. Ich habe das Gespür für die Zeit verloren, aber Frisk scheint sich fast wohl zu fühlen. Er steht den Hunden mittlerweile sehr nahe und er bricht jeden Tag in die Hauptbasis auf, um nach Futter für die Tiere zu stöbern, das er dann an sie verfüttert, obwohl einige von ihnen infiziert sind. Oktober. Frisk zeigt einige merkwürdige Symptome. Er wird lichtempfindlich, schon geringste Lichtquellen schlagen ihn in die Flucht. Außerdem hat er einige fast tierische Anwandlungen. Er hat einige der Wände untergraben und versteckt sich hinter ihnen. Wow, darüber hinaus verdächtige ich ihn, während der Nacht aus der Einrichtung zu schleichen. Womöglich sogar in die Minen. Einige der Hunde sind gestorben. Eintrag Nummer 8. Ich habe Frisk nun schon einige Zeit beobachtet. Und ich glaube, dass ich meinen Bericht nun abschließen kann. Frisk ist äußerst effizient, obwohl ich seine Entscheidungsfähigkeit in Frage stellen muss. Trotz zahlreicher verbleibender Rationen hat er vermutlich damit begonnen, die Hunde zu essen. Eintrag Nummer 9. Als ich diesen Morgen aufwachte, lag auf dem Boden neben mir eine Leiche. Ich hatte die Taschenlampe an. Aus Angst, Frisk könnte etwas zugeschossen sein oder er hätte sie umgebracht. Da sah ich im Augenwinkel, wie Frisk zurück in den Schatten floh. Der tote Mann war Dr. Roberts, ein Wissenschaftler, den ich mit Sicherheit bei den ersten Anzeichen der Epidemie in die Minen hatte fliehen sehen. Er hatte seitlich am Körper Bissspuren und war wohl eine längere Strecke den Boden entlang geschleppt worden. Außerdem fehlte seine Zunge. Ich werde Frisk unter zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen weiter beobachten. Ja, das machen wir auch noch. Und? Was ist es diesmal? Die Toren Guide, diese gehören Ihnen. Ich fühle mich immer weniger an diesem Ort. Ich entgleite mir. Na gut. Dann würde ich mal sagen, in der nächsten Episode werden wir hier irgendwie so ein bisschen rumspielen. Und bis dahin hoffe ich, habt ihr, naja, seid ihr gespannt darauf, wie es weitergeht und könnt so lange ausharren. Also Leute, bis dahin. Auf meinem Kanal wünsche ich viel Spaß und ja, ciao und so und naja, ciao!